Moin Moin, willkommen zurück zum Let's Play Star Wars The Old Republic. Wir stehen hier gerade an und zwar einfach nur so, denn wir wollen jetzt hier auf Coruscant, wir sind vorgedrängt. Hier leveln. Deshalb nehmen wir mal fix ein paar Quests an. Waren natürlich schon bei der Coruscant Hauptstation und dachten wir uns, ja gut, müssen wir jetzt nicht aufnehmen, weil es dauert einfach nur lange da oben rumzurennen und Erfahrungspunkte, hier Quatsch, Erfahrungspunkte, Skills lernen. Und so weiter und so weiter. Ich grüße euch im Namen des großen und ehrenwerten Senators Doli Bovar. Ich habe die Ehre, und wir haben fix das Taxi genommen und zum ersten der Senator Gebiet schickt mich genau als einen Abgeordneten. Der muss einfach das Warten verkürzt. Er mischt sich gern. Ab genau sofort gibt es nur noch Action, Action, Action. Wie wir sehen, Action, Action, Action beim Quest annehmen. Sekunde mal. Ist wirklich der wunderbarste Mann, den ich je getroffen habe. Die Rüstung tropfst du übrigens heute auf Korriban. Ich wollte gerade sagen, die hat nämlich mein Gelehrter. aber die Aussage Hexer klang gerade schwul. Er ist wirklich der wunderbarste Mensch, den ich kenne. Mann, ja, Mann, der kriegt's halt, der kriegt's halt gern mal. Ihr solltet mal, der kann nicht halt anders, der Typ. Ja. Ganz genau. Und Senator Barks Vision ist es, dieses Gleichgewicht wiederhergestellt zu sehen. Erst ich finde ja auch den D'Artagnan-Bart ein bisschen Banane, aber... Ein bisschen, aber gut. Fortschrittliche Hardware, die der Republik völlig... Hardware, aha. Sag doch alles. Leider wurde diese Lieferung von der Händler... Aber winzig will ich sagen, den Bart trägst du auch, bloß ohne Schnauze. Ich weiß, den Bart finde ich an sich auch cool. Den sogenannten Goatee. Aha, das ist ja ein Name. Ganz genau. Aber so ein Schnurrbart will ich nicht tragen. Übersetz ihn doch mal auf Deutsch. Dann kennst du den Namen auch. Ah, genau. Gut, okay. The Goat, die Ziege. Ja, ich bin nicht so das Englisch so in der Tierwelt bewandert. Doch seit bei How I Met Your Mother eine Ziege im Apartment war, weiß ich, was Goat heißt. Ich hab das nur auf Englisch, auf Deutsch geguckt. Ich weiß das, weil als ich noch Yu-Gi-Oh! Gespielt hatte, gab es die Sündenböcke und diesen Scapegoat auf Englisch. Scapegoats, genau. Oh Mann. Yu-Gi-Oh! Weißer Sache mit eiskaltem Blick. Boah, die habe ich gesammelt. Wie hatte blöd ich vier Karten von, glaube ich, vom Weißen Drachen. Drei brauchst du nur mit einer Fusionskarte. Ich weiß. Den Ultra-Drachen. Ich weiß, ich habe auch Yu-Gi-Oh! Gespielt, oder ist es nicht? Hatte so ein ultra gutes Wasserdeck zusammengestellt gehabt. Hier oben geht es nur wieder mal erkunden. Mhm. Erkunden, ja. Das sind EP. Ich sag mal, freie Erfahrungspunkte, ja. Hallo. Mal komisch den Spezialgüterhändler die angucken, Gefahren. Warte mal, die Erfahrungspunkte sind frei. Du kannst sie dir schnappen. Denk dir nichts dabei. Die fliegen noch vor, so ein, ach, nicht, nicht. Und noch so ein Tipp für alle, die eventuell anfangen wollen zu spielen. Guckt, dass ihr in den Kantinen immer diese Schnellreisepunkte aktiviert. Eigentlich alle. Sie stehen noch zweierweise irgendwo rum. Und zum Beispiel links kann ich jetzt was sammeln. Wie lange hast du eigentlich abklingt seit der Schnellreise, Thorsten? Bitte? Wie lange hast du abklingt seit der Schnellreise? 2 Stunden. Boah. Eine ungesicherte kleine Creditkiste bekommen. Boah, wo bist du denn rein? Ach, da. Warum hab ich denn das? Hä? Ah, okay. So, okay, da gehen wir doch eh nachher nochmal rein. Nee, ich musste gerade gucken, warum mir das nicht angezeigt wurde. Da komme ich eh nicht rein, ist eh zu. Das ist eure Klassenquest. Irgendeiner von euch sollte mal über Sozial die Klassenquests aufmachen. Hä? Ich komme in eure Klassenquests nicht rein, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Also ich komme in doch, die Klassenquests müssen eigentlich immer frei sein. Nur nein, nicht mal bei mir ist... Aus Standardeinstellung sind die immer für einen andersklassigeren so freigeschaltet. Es ist eh keiner drin. Es ist eh gerade keiner drin. Entschuldigung, ich dachte, es wäre bereits einer reingelaufen. Nein. Klar, dann sind sie logischerweise zu. Komm, zum Quest annehmen. Wir wollen, ja, weil wir wollten noch, wie gesagt, wir haben vor 5 Minuten anmoderiert Action und jetzt gammeln wir hier nur rum. Wird rausgeschnitten. Also heißt, nein, wir dürfen unsere Klassenquest hier oben nicht mehr machen, okay. Weil sonst würde ich die eben gleich nochmal eben schnell annehmen. Was sind für eine Klassenquest? Ach, da rein, in dem Quatschen da oder was? Da rein, ja, mit dem Labern. Ja, können wir doch fix machen. Ich bin verzweifelt mal.
Ich würde euch ja was, ich bin verzweifelt, Mal. Ich bin Mal verzweifelt. Nein, der Typ heißt Mal. Ich weiß. Ist dir das Leiden der Fremdlinge jetzt gleichgültig? Der heißt Nick bei mir. Tandoxiana, falls es jemand wissen will. Was ist hier los? Wollt ihr es genau wissen? Es geht um die Vernachlässigung der Fremdlinge. Aber daneben steht der Offizier Mal. Sonst gibt es keine Gerechtigkeit. Willst du mal testen? Mal. Nein, ich möchte Mal nicht testen. Du musst auch Mal nicht bezahlen. So ein kleines Quiz, wie heißt nicht wie Paul? Nicht wie Paul, das nein. Das wollte ich dich gerade fragen. Das ist ein Mensch. Nein, der in Blau. Das ist auch ein Mensch, der blauen Anzug anhat. Ein Twi'lek mit vielen Legümes. Nein, das sind astrein Tentakel. Astrein Tentakel, das sind Tadeus. Das sind keine Legos. Das sind Trandoshianer. Haben die da noch mehr Sachen. Gedanken im Kopf? Weiß ich nicht, was. Ganz ehrlich, bei dem weiß ich nicht, was diese Tentakel zu bedeuten haben. Ja, die verdecken das Loch, wo das Öl hier die Farbe rauskommt. Wenn unter Wasser ist und dann so diese. Achso, Tintenfisch-Technik. Genau. So schwimmt er dann wahrscheinlich auf dem Tintenfisch mit dem Kopf gesteuert. Du wirst lachen, denn ihre Hauptwelt besteht wirklich zu 80% aus Wasser. So sehen die auch aus. Ich bitte euch, Nick, lasst es gut sein. Was meinst du, warum die so große Augen haben, damit sie unter Wasser sehen können? Ja. Müsste, glaube ich, auch gleich ein Codex-Eintrag kommen. Trandoshianer müssten die heißen. Wenn ihr sie zurückbringt, werde ich euch reich belohnen. Ist gut. Ich hatte schon immer ein weiches Herz für Verliebte. Den Ahnen sei Dank. Ich kann nicht in Worte fassen, was mir das bedeutet. Die müssen wir eigentlich auch zocken können. Ja, es müsste auch irgendwann mal die Yoda-Klasse kommen. Ich weiß allerdings nicht, wie sie heißen. Die heißen gibt es keine genaue Bezeichnung für. Doch, gibt es. Du spielst nämlich, wenn du den Nautolana spielst. Das ist ein Nautolana. Jo. Du kriegst natürlich, wenn du den Jedi-Gelehrten spielst, musst du irgendwann die sogenannten Dipticons suchen, da kriegst du auch gesagt, wie die Rasse von Yoda heißt. Nötikons, genau. Da kriegst du nämlich auch gesagt, wie die Rasse von Yoda heißt. Aha. Dann lass dein Scheißlichtschwert stecken. Nein, ich will was töten. Ja, hier. In einem gesicherten Gebiet. Lieutenant, Corporal Garo, bereit euch über die Händlergilde der Migranten zu informieren. Zu euren Diensten. Das war's jetzt. Das war's schon wieder. Na dann. Superman. Ich bin Batman. Das bezweifle ich. Fast. So, die Soldaten dann noch einmal buffen, bitte, nach dem Gespräch. Malte, kommst du? Ja, ich bin auf dem Weg. Ach, das ist mal, ich wollte gerade Flo sagen, wo bleibst du denn, aber das ist ja Malte. Nee, das ja, ich das bin grün da. Ungeheuer ist schon da. Flo ist grün und Malte ist dem mit dem Spitzbart. Komischen Fleck über dem Auge. Mit Nichtsicherheitspersonal über dem Auge. Zu reduzieren. Beeilt euch. Ich bin Captain Denelson. Senator Barks Page hat mir befohlen, euch Informationen zu den gestohlenen Gütern des Senators zu geben. Wo kann ich die Lieferung finden? Wisst ihr, ich arbeite nicht für ihn. Wenn ihr diese Information wollt, müssen wir zunächst eine Frage. Wir müssen mal ein bisschen Stimmung hier reinbringen. Der Kumpan des Senators Rap Dap da 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 Rap Dap Circus Rap Dap da 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 Rap Dap Afro Circus. Ja. Mana Mana. Bip di bi di di. Mana Mana. Bip bi di bi. Mana Mana. Bip bi bi di di. Bi di di. Bi di di. Bi di 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 di. Sie steuern Sklavenüberwachungshalsbänder. Nach Republikgesetz 2012 sind galutianische Sklaven illegal. Ich verstehe nicht. Selbst für Senatoren. Ah ja. Flo, App. Ich weiß es nicht, aber das ändert wirklich etwas.
Boah, das alte. Aus den 60ern. Mit Adam White. Jedes Mal, wenn sie aufs Maul geschlagen haben. Wusch. Kabum. Batman. Wir brauchen jetzt so lange zum Auswählen. Klingt, als wäre es das Richtige. Was war das? Jetzt habe ich das nicht mitgekriegt. Das einzig Richtige. Findet die Chips und verschwindet aus dem Gildenlagerhaus. Sobald ihr alles habt, rate ich, sollten wir uns um die Lieferung kümmern. Und nicht um den Senator. Boah, es hat ja lange gedauert. Jetzt die Frage aller Fragen. Wer kennt's? Was? Was denn? Die Musik leckt zu sehr. Es ist laut Beschreibung die offizielle Musik aus Two Girls, One Cup. Ja, vielleicht heute noch? Party time, excellent. Malte? Ich kann das Gespräch nicht annehmen. Aha. Es kommt, du bist nicht qualifiziert in das Gespräch. Ja, ihm fehlt die Quest vorher. Im Senatsgebäude. Gut. Dann sollte er sich vielleicht holen. Wir sollten eventuell dann nochmal zurück, ja. Oh, let's get ready to rumble. Ich bin bei Space Jam. Ihr bräuchtet Unterstützung. Wie ist die Lage? Wir werden hier zu wieder angucken. Wir sind nicht ausgebildet, um eine Armee von Mördern zu bekämpfen. Diese Verbrecher sind schlau, organisiert, definitiv auf einem anderen Planeten ausgebildet. Sie könnten es sogar schaffen, das Senatsgebäude zu zerstören. Oh my God, they killed Kitty. You bastards! In Deutschland sagen die nur ihr Schweine. Im Deutschen sagen sie ihr Schweine, ja, aber im Englischen sagen sie, oh no, they kill Caddy, you damn bastards. Spider-Schwein. Spider-Pig, das war der Spider-Pig, das. Sie übernehmen die Spider-Schwein, Spider-Schwein. Sie werden tausende von Kollisionen in der Luft verursachen. Der Schrott wird auf das Senatsgebäude herabregnen wie ein Meteoritenschauer. Ach, ist das nervig. Wer weiß, wie viele dabei umkommen. Ist schon krass, wenn wir in den ersten 13 Minuten nicht geschafft, irgendwas zu kämpfen, irgendwas zu töten. Ich setze dem ein Ende. Ja, aber dann bist du jetzt eine Stunde lang fast nur am Killen. Die Verbrecher haben bewaffnete Patrouillen eingerichtet. Man merkt halt doch, wie viel Zeit es auch kostet, sich mal die Gespräche anzuhören. Um die Terminals manuell zu sperren. Ja, also hört ihr euch an? Wir quatschen doch nur. Ja, aber laut, also... Ich muss ehrlich zugeben, am Anfang, wo ich nicht wusste, dass es Untertitel gibt, ich habe es mir angehört. Oder musste ja anhören. Und deswegen weiß ich auch, warum BioWare sagt, es sind an die 2000 Stunden Spielzeit. Hm. Weil du allein, sagen wir mal, 500 Stunden nur am Labern bist. Ja. Den müssen wir jetzt, ist mal ehrlich, müssen wir jetzt nochmal zurück wegen Flo, ne? Wieso oder wir? Ist Flo schon zurück? Malte. Wieso Malte, wir? Sorry. Warum ja, weil wenn wir jetzt hier anfangen, kriegt er ja die Boni nicht. Oh, wie schlimm. Dann töten wir nochmal, bis er sie alle hat. Wo müssen denn die Wege müssen wir ja eh wieder zurück, das passt ja. Ich werde hier nicht aufhören rumzumetzeln, ich will metzeln. Ja, dann auf. Du greifst auch Gegner an, die grau sind. Klar. So. Will er metzeln. Tod und Verderben. So, so lustig, wie ich es tue, als ob ich nochmal nach meinem Werkzeugkasten greife. Das ist aber auch echt lustig hier mit meiner Quest. Der wird angezeigt, ich soll mit dem Captain Winburn. Ja, da waren wir eben gerade. Ja, ich weiß. Die Quest wird mir aber so angezeigt, ich soll mit dem Typen reden, musste aber noch mit dem Minister reden. Und das musste ich jetzt eben machen. Ohne dass es mir angezeigt wird. Ja, es kann sein, dass es irgendwie Server-Fail war oder was? Keine Ahnung. Scheinbar.
Weil es gibt ja immer noch die Probleme, dass du teilweise Titel oder irgendwas im Codex-Eintrag nicht kriegst, obwohl du sie bereits hast. Gibt's ja auch. Ja, du hast einen Titel bekommen und laut Codex müsstest du ihn eigentlich haben. Trotzdem steht im Codex immer noch 0 von 1. Okay. Der Padawan-Titel ist es, glaube ich. Keinen Titel habe ich. Ja, dann ist es nur auf Sith-Seite. Weil du kriegst dann auf Korriban den Titel, aber der wird dir im Ding nicht angezeigt im Codex. Mhm. Batman! Gott, was hab ich da ausgelöst? Solange du nicht wieder anfängst, Barbie Girls zu singen, ist alles okay. Da-da-da-da-da! Du musst es nur erwähnen. Nee, vor allem so sexistisch wie das ist, ne? Barbie Girl. Come on, Barbie, let's go party! Nee. You can brush my hair and touch me everywhere. Ja, ich fand das auch sehr lustig. Ich meine, dass er dann sagt irgendwann mal Hanky Panky. Okay, damit kann ich leben. Hier links ist übrigens der Weltenboss. Ich weiß. Und hier ist übrigens noch Wissensobjekt. Ja, ich fahre gerade mit dem Aufzug nach oben. Das ist irgendwo ein Datacron, oder? Ich wollte gerade sagen. Und ein Datacron, gelb, ja. Also wenn ihr hier hochkommt, ich warte, bin hier im Aufzug. Datacron, ja. Könnt ihr den Aufzug nehmen? Warum? Ich kann doch auch links hier hochlaufen. Rechts. Nee, jetzt hier links. Ich muss jetzt hier links hoch. Achso, ich bin Aufzug gefahren. Da lachen sie mich schon wieder aus, die Affen. Oh, wie soll ich denn? Ich hab, keine Ahnung. Wann wird mir endlich angezeigt, dass ich das Ticket, was ich gelesen habe, was wir auch schon analysiert haben, dass ich das, Sie haben ein ungelesenes Ticket, wird mir angezeigt, ne, Vinzenz? Ja. Also die Antwort, ja, es wird mir einfach immer noch dauerhaft angezeigt, dass ich eins habe, obwohl ich mir schon 20 Mal durchgelesen habe, so eine Art. Verstehe, wie ein ungelesenes Ticket. Die haben mir eine Antwort geschickt und erzählen mir jetzt, das wäre noch ungelesen. Aha. Du bekommst eine E-Mail. In der E-Mail kannst du das Ticket als gelesen. Ah, tot. Scheiße. Einmal retten, bitte. Geht so schlecht im Kampf. Ich kann nicht looten, wenn ich tot bin. Doch. Wo liegst du denn? Ja, da. Schau mal rum. Da, ich lieg direkt vom Aufzug. Ach, deine Kiste. Direkt hinter meiner Deckung. Ah, bist in der Deckung gestorben. Ja, ich hab den Dicken da nicht gesehen. Donnerstag, nicht Zielgenauigkeit. Ich hätt's gern für mein Ding, für meinen Gefährten. Mhm, wenn ich für das bedarf. Ding. Ja. Präsenz plus 2, nicht schlecht. Aber Präsenz ist immer gut, vor allem für die Pferden. Und Present Perfect. Zu spät. Shopping gedeutet. Oh, ich hätte mich vielleicht vorher healen sollen. Ich geb's gleich nochmal. Vergesse ich immer. Nee, ich bin immer der Meinung, wenn ich gerest werde, dass ich automatisch wieder mit 100 HP da stehe. Mit 100% HP. Ja. Nee, es müsste 25 sein. Ja, bis mit 25% wieder belebt, ja. Wo ist hier ein Wissensobjekt? Zeige ich dir. Moment, müssen wir ein Stück runter. Boah, den Sprung überlebe ich definitiv. Oh. Doch. Aber der kommt gerade hoch. 15% zieht er den nur ab. Ja, aber. Reicht. So, Flo, Wissensobjekt zu mir. Ich komme. Am besten immer dem blauen Lichtschwert folgen.